Haltestelle, so. Das war ja, das hat ja nichts mit Schlechtsein zu tun, Junge. Das war einfach, weil irgendjemand mir schön hinten reingefahren ist. Schön draufgehalten. Ich habe eigentlich schon mit dem Sniper auf dich gezielt. Ich weiß. Ich habe dich sogar getroffen einmal, aber nicht auf dem Kopf, sondern auf Körper. Sechs Cops. Ich komme nicht mal dazu anzunehmen, wenn die mich die ganze Zeit erschießen, die Cops. Junge! Ja. So, jetzt so. Oh, ich wollte gar nicht erster. Letzter. Sogar erster. Heute war es immer nicht das letzte. Warte, was? 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 Du kleiner Hund. Na komm her. Nee. So, da geht's endlich heute mal an die Playlist. Das, was wir eigentlich schon die ganze Zeit vorhatten. Genau. Wir fangen erstmal ganz easy und simpel an und dann geht's richtig los mit wieder mit schön mit Hindernis-Parcours. Oh Gott, ernsthaft. Das war jetzt schon eine Eskalation. Wir warten auf die erste Hund. Folge kam gestern oder so dann und heute kommt noch eine, wo wir mit den Motorrädern dann dieses Hochhaus runter mussten. Die kommen nachher noch. Mhm. Und heute startet auch ein neues Projekt auf meinem Kanal. Haha. Wie fahre ich Bus? Nee, 18 Uhr kommt FIFA. Das neue. Oh, ja, Bus, ich hab das Spiel noch nicht. Bus im Lotto habe ich noch nicht. Zumindest den neuen Teil noch nicht. Scheiße! Jetzt habe ich ein Drecksmotorrad! Weil ich zu schnell war. Ja, ich war, hab's auch nicht, hab auch nicht nachgedacht. Und der Chrissy kommt mit einem fucking. Das muss ich jetzt heißen, wenn die Karre nicht, wenn die Motorräder schneller sind. Also, wir haben drei Motorräder und einen Monster Truck. Also, so ein Pickup. Ha! Lol. Tschüss! Markus. Schöne Windschatten Kevin vorbei. Kevin hängt einfach schön in deinem Windschatten drin. Ja, ja, ich bin auch vorbei schon wieder. Ich weiß. Wir sind beide hinter dir. Einer links, einer rechts. Das ich sehe es. Ich sehe es in der Kamera. Die Mafia. Mach zur Seite, Junge. Wir sind die Rote Cross Gang hier. Sau geil gerade. Ja. Oh, Alter! Den Dicko. Der ja. Zieht doch mal rüber. Ja, haut euch mal weg da hinten. Die er einfach innen zumacht. Ich hab dich nur kommen sehen. Ich dachte, wir jetzt nicht so rüber schnell. Du hast mich kommen sehen? Das ist ja ekelhaft. Öfters mal. Das ist eigentlich Baby Shop, ja, ich weiß. Ja, genau. Windschatten ziehen! Oh, oh. Genau, habt euch weg da hinten, interessiert mich nicht. Das ist aber auch. Oh, Rico. Was war das denn jetzt? Vermutlich doppelter Windschatten. Das war lustig. Da wollte ich schon noch hin vorbei mich drücken.
Jetzt krieg mal auf die Fresse. Jetzt kommt Baby und haut erstmal ein. Erstmal Baby, die vorbeihaut. Scheiß Teamarbeit hier. Ihr seid doch alle gekommen. Das wäre geil gewesen. Im ersten Rennen vielleicht der erste geworden mal. So geil, ey. Knapp. Ich kam aber nicht so rein wie in den Windschatten, wie ich das gerne hätte, dass ich dich abfange. Aber Baby Claudius Medrico den Sieg. Hat aber trotzdem Spaß gemacht, Alter. Rundenlang da zu dritt. Oh, das war geil gerade. Das war der Hammer. Moment auf den Stream. Ist das Kinder live? Max, du bist doch live, oder? Ja, ich bin live. Ich würde schon sagen. Och Mann! Warum sollte ich denn auch nicht live sein? Ich hab nicht mal RP bekommen. Ich hab's gestern geschafft, einfach Level 200 zu bekommen. Du musst mal gucken, wie ich den Stream genannt hab. Ich hab jetzt schon fast 300. Ich hab halt 300 schon aus dem Level. Aber heute hat die Stunt-Trainer, die geben dreifach RP, da hast du echt gut viele Möglichkeiten aufzusteigen. Geil, oder? Ah, scheiße. Ich will gar nicht wissen, was am Anfang wieder los war. Erstmal schön aufgeregt, weil das Schläbchen nicht kommt. Und auch nicht antwortet. Nö. Wir haben ein bisschen was anderes. Es wurde alles schon auf Kev geschoben. Ja, ein bisschen spontan. Ein bisschen sehr viel spontan. Ich hang dann ein bisschen im Keller rum und hab mir zugeguckt. Ach, du hängst im Keller rum? Naja, weil unser Verteiler ist im Keller. Alles gut. Beziehungsweise unsere drei Verteiler. Ich hab nur geschrieben, als ich nach Hause gekommen bin, weil ich damit auch nicht gerechnet, dass ich um 10 Uhr schon wieder wach bin. Ja, ich weiß, deswegen habe ich ja geschrieben. Okay. Gibt nur ein Fahrzeug? Ja. Weil diese Hindernisparcours-Rennen meistens auf die Autos abgestimmt sind. Also das Auto hat dann meistens auch einen Sinn für das Rennen, was man dann fährt. Es gibt zum Beispiel auch Parcours-Rennen für dieses Abschleppauto mit der Rampe hinten drauf. Das ist krass, sag ich euch. Oh, warte, was? Wir fahren Rennen? Aber alle sind sie ja reingekracht. Alle, wirklich alle. Oh Mann. Ich wurde ja auch reingelenkt. Ich glaube, ich habe Markus ganz leicht am Heck noch mit reingedrückt. Oh Mann, ey. Ja, ich wusste ja nicht, wo es da hingeht. Ich wusste ja nicht, wo der nächste Checkpoint ist. Oh, Alter, da kracht's da vorne. Oh! Ich auch so. Da geht's lang. Hä? Nach oben. Alter, fahr mal ordentlich! Alter! Oh. Ist der nächste Checkpoint? Ja, toll! Der nächste Checkpoint ist ganz oben? Mein Wagen ist so kaputt schon, nur weil mir die ganze Zeit jemand reinfährt und Spaß daran hat. Und ich bin es mal nicht. Nee. Sei doch froh, dass jemand Spaß hat, bei dir reinzugehen. Ja. Ich bin hinter Kev! Oh, darüber! Hä? Geil, dass ich flatter bin. Ach, jetzt ist er hoch. Oh, oh. Ne, nicht zu weit, okay. Also doch da hoch. Oh nein! Das geht schon wieder los. Ist eskaliert. Oh, tschüss. Weißt du, da kommst du da rüber und was passiert, kommst du erstmal nicht in diese Scheiß. Ihr findet den Weg, ja? Ja, wir müssen erstmal treffen. Ich hab grad gewartet, weil Baby wollte mich wahrscheinlich runterschubsen. Ich kann mich mit Vollspeed von hinten angerast.
Ich doch nicht. Ich hätte... Meinst du so? Alter. Wow. Geh weg. Das war weg. Das war sogar gut, dass du das gemacht hast, weil so konnte ich wieder richtig stehen. Wir stellen hier gleich mal was richtig. Also Yvonne stellt immer was richtig. Nein! Ernsthaft, ich muss jetzt wieder zurück. Ne, es geht. Okay. Boah, war ich fast runtergefallen jetzt hier. Wo seid ihr denn? Immer noch an dieser Seite da. Wir wissen, dass du da hier geh mal weg! Du hältst den Verkehr auf hier! Scheiß Sonntagsfahrer! Scheiß der Busfahrer. Wenn ich mal pünktlich kommen will, oder nicht? Ich bin immer pünktlich. Ich bin einfach Busse so. Sind die immer pünktlich? Kev kommt immer pünktlich. Ja, vernünftig. Alter. Oh, tschüss. Nein! Ich hab auch, aber ich bin von dieser scheiß Ecke da runtergerutscht. Oh nein, das wird nichts werden. Tschüss. Jetzt sehe ich euch auch da hinten. Wer es wieder angibt, weil er vorne ist. Die Strecke wahrscheinlich schon tausendmal geübt und geht die auswendig. Den Kurs kenne ich auf jeden Fall schon mal. Das ja, das ist ja, scheiß Cheater. Es war klar, dass du irgendwie dich vorbereitet hast. Du, das Problem ist, bei an den Namen erkennst du das irgendwann nicht mehr, weil die alle irgendwie Parcours 1, Parcours 32, Parcours 7, Parcours dies, Parcours das heißen. Da weißt du das irgendwann nicht mehr. Oh je, jetzt muss ich hier außen rum. Okay. Ist links oder rechts besser? Geil, dass du damit da steht. Oh, das ist das Problem. Du landest jetzt mal wieder so auf der Karte, dass du runterrutscht. Du hast schon mal das geschafft. Mensch, Enrico, du bist aber schon weit voran, Mensch. Hast du was schon mal gemacht? Ja, aber es ist einfach nur konzentriertes Arbeiten. Ich komme nicht rüber. So, mich einfach zu konzentrieren. Und mit der Musik, sowieso ist das gut. Nein! Jetzt heißt, ich komme da nicht hoch? Hä? Nein, fahr da nicht runter. Ach Mann! Wo muss ich denn hin? Leute, ach hier. Ach, dann machen wir es halt so rum. Oh Mann, ich habe die Aufgabe fast geschafft, die Ecke fast geschafft und dann. Ne, sind noch da. Ja, ich hab's geschafft, gut. Oh, jetzt der nächste Balken noch hier. Falsche Richtung, wirklich doch. Ja, das wird da irgendwie so gesagt, weil du zu hoch bist wahrscheinlich. Ja, weil einfach das der nächste Checkpoint hinter dir liegt. Das ist einfach so, da kommt das Spiel mal gleich auf falsche Richtung. Nein! Boah, jetzt mach ich einmal drauf. Dann rutscht er ja gemütlich in der Seite runter. Du kannst gar nicht anhalten, weil das Ding dich dann quasi von alleine wieder nach vorne drückt. Du meisterst bestimmte Stellen und dann beim nächsten bist du wieder unten, dann musst du wieder da durch. Oh, ich hab wieder vergessen, dass da so ein Booster ist. Oh, scheiße. Deine Probleme hätte ich gerne. Oh, jetzt die Stelle wieder. Oh Gott.
Guck mal, da ist Enrico. Jetzt hast du es da, du bist da. Hä? Bist du da rüber? Da hoch? Ja, ja. Nee, du bist da drauf. Ach, da auf diese Röhre drauf? Ja. Ah, okay. Was? Was? Oh nein. Ach man, ich war schon da oben vorbei. Ich stehe da drauf und versuche das 180 Mal und er, First 2, einfach direkt so, no, ich kusche jetzt mal mit der Röhre. Ah. Aua. Ja, ich hab's dahinter verkackt. Ja, ich auch. Nein! Oh. Jetzt bin ich rüber. Oh, jetzt schnell, jetzt schnell, jetzt schnell. Oh, aber nicht zu schnell! Aua. Oh no, da hat's mich wieder rausgehauen aus der Ecke da. Aber ich hab den Checkpoint geschafft, das ist das Wichtigste. Gut, die Röhre geht jetzt. Du musst nur schnell genug, um hier über die Kanten kommen. Markus ist wahrscheinlich da vorne unanholbar. Aber... Boah, Alter. Ich habe euch gerade unter mir fahren sehen. Ja. Schön, dass du von oben heraus oben herablegst. Geh mal da weg. Nicht hupfen. Ich habe dich nicht gesehen, sorry. Das war keine Absicht. Ah, ich hänge dieser scheiß Kante fest. Egal. Jetzt, jetzt hier. Oh Mann, 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 oh Mann. Oh, du hältst übrigens den Verkehr auf hier. Warte. Was für ein Verkehr? Es sind nur noch zwei. Ja. Komm, 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 komm. Da schaust du, da schaust du. Jetzt, 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 jetzt. Ja, passt perfekt mit zwei Autos hintereinander. Vor allem, ihr haltet euch gegenseitig den Verkehr auf und die Frau ist nicht mal dabei. Ja. Das würde mir mal Sorgen machen. Ach. Nee, danke. Sagst du. Nein, 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 ich war doch schon da oben drauf. Jetzt wird's mal schlimmer. Sag einfach nichts mehr, es wird nicht besser. Ja, es wird dabei, aber bis... Oh, oh, nein, 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 nein. Die sind manchmal echt frustrierend, weil du tausendmal die gleiche Ecke versuchst. Da gibt's noch frustrierendere Rennen, glaub mir. Ja, kenn ich. Mir. Ich habe mit meinem Kollegen schon mal manchmal eine halbe bis dreiviertel Stunde an einem Rennen gesessen. Und wir hatten jetzt mal 10 Minuten. Mit dem du auch Apex gezockt hast? Hä? Das ist der, mit dem du Apex gezockt hast? Nee. Okay. Ich hasse das. Du kommst da nicht. Wenn du da einmal rechts runterrutscht. Alter, kleinste Lenkbewegung hier auf diesen Balance-Dingern und du bist... Ah, ey. Tor! Warte eigentlich nur darauf, dass Baby an uns vorbeifährt. Die hab ich schon vielleicht noch irgendwo zu kämpfen. Das dauert ach, noch. Da bis unten. Ja, ich bis Baby, so, bis Baby an uns genau, rankommt, das dauert noch ein bisschen. Die hat irgendwie eine Minute Rückstand. Oh, bitte, ich dachte schon. Nein, nein, nein. Genau an der gleichen Stelle. Wir segeln den zweiten runter. Das ist für das. Das Problem. Du bist ja. Nein, nein, nein. Ich kotze. Ach, bitte nicht auf den Sitz. Nee. Das war hochgesprungen mit Stil. Ah, du gibst Gas und rutscht trotzdem nach unten. Ja, noch. Und ich sag mal so, der Kurs hier geht noch. Der ist noch vom Niveau noch ziemlich simpel.
Bis da hoch war ich auch schon gekommen. Und dann hat es mich dann irgendwie rausgehauen. Bin ich da runtergefallen. Umgekippt. Ja. Stell mal die Kamera. Ach, leck mich doch am Arsch. Hör auf mit der Scheiße. Ich will da nicht nochmal runter. Ah, da unten. Wer ist das? Im schwarzen Auto? Das ist Enrico, glaube ich. Okay. Ach Mann. Der rutscht ja wieder rein. Auf die Schräge. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ach. Ey, du kommst über die erste Rampe ohne Probleme rüber und von der zweiten kippt er dich runter. Bin ich erschrocken. Ach, der Booster erschrickt einen, ne? Ja. Ich wollte erst gucken, was da hinten so ist und dann. Hä? Ah. Ja, Probleme mit dem. Wie soll das gehen? So, ich kann jetzt mal auf Toilette gehen. Du kommst nicht darüber, dich. Du bist da gerade drunter und rutscht trotzdem rechts ab. Ich verstehe. Hilfe. Deswegen meinte ich ja, jede Lenkbewegung da auf den Dingern drauf ist echt tödlich. Ja, ich komme halt wie gesagt über die zweite, aber da haut es mich dann jedes Mal wieder raus. Ich würde mal mit dem nächsten Checkpoint kommen, dass ich nicht da wieder runterfalle. So. Ernsthaft? Ich will in die Röhre reinfahren, was passiert? Der hebelt mich aus und ich falle runter. So, Baby hab ich jetzt überholt. Mittlerweile. Lol. Ja, aber das ist scheiße. Du bist über die zweite Rampe runter. Was passiert? Willst du in die Röhre reinfahren, der hebelt dich aus und fällt runter. Hat's eigentlich geschafft. Ach, ich kotze. Ach, geh mir nicht auf den Sack, ey. Doch, doch. Ich hätte das geschafft, was für eine Verarsche. Jetzt hängst du wieder an der gleichen Stelle, wo du tausendmal vorher gescheitert bist. Ja, dann fall halt runter. Das ist das, was halt frustriert, wenn du dann eigentlich die Aufgabe schaffst und trotzdem dann sagst, nö, ich bin sagt, nö. Amadeus. Man lenkt das doch rein. Ja, hab ich doch gemacht. Jetzt sind da trotzdem noch abgebogen. Nicht ich, mein Auto. Achso. Geh mir nicht auf den Sack, ich komme nicht in die Röhre rein. Ja, der lässt mich nicht rein. Nächstes Mal falle ich davor. Bin ich da rein und dann falle ich runter. So, ich bin wieder da. Ah, er hat's rausgefunden. Oh. Enrico hat's rausgefunden, wie man da durchkommt. Im ersten Moment schickt das nämlich die Stelle da, wo du gerade warst. Oh, das war aber jetzt auch geil. Wäre ich drauf stehen geblieben, hätte ich die Arschkarte gezogen. Das hatte ich nämlich schon mal, dass ich einfach so einen Scheißstrich einfach stehen geblieben bin, mitten in der Mitte. Und dann lag ich da. Aha, du bist auf dem Strich schon mal stehen geblieben. Das ist ja interessant. Oh, leck mich doch. Ja, ey. Und hab mich auch da. Ui. Ich komm nicht weiter. Das war, glaube ich, fast zu schnell. Oh, fast zu schnell.
Ich bremse in der Luft immer gleich. Ich guck nochmal bei Kev rein. Ich komme da nicht weiter. Ich komme eigentlich über die zweite Dingsrüber, will in die Röhre rein. Genau, dann vorher falle ich runter. Also beziehungsweise der schickt mich dann wieder runter. Der lässt mich nicht in die Röhre reinfahren. Und darum hänge ich hier unten. Ich war eigentlich schon durch da oben. Ach, geh mir nicht auf den Nerven. Aber gerade noch so, ja, Enrico. So. Musst du da auf dem schwarzen lang balancieren, Rico, und dann musst du da hinten einmal hoch und dann wieder runter. Also musst links hoch und dann wieder runter da, die gleiche Strecke. Du stehst nicht ganz drauf. Ich mal behaupten. Ja, fall wieder runter, ist halt so. Langsam ist es nämlich frustrierend, wenn du seit 10 Minuten in der gleichen Ecke bist, zweimal es eigentlich geschafft hast und es nicht schaffen darfst. Ja, wenn ihr wollt, können wir dann gleich noch ein bisschen Motion machen die letzte Stunde. Ja, wäre mir lieber gerade, weil das ist echt gerade zum. Also ich muss mich gerade echt zurückhalten, weil das ist gerade. Als ob das Spiel mit Absicht sagt, nö, du kommst hier nicht weiter. So gefühlt ist es gefühlt. Das ist doch die blödeste Ecke gerade gewesen. Null. Wie gesagt, darüber bin ich auch schon weg. Ich will in die Röhre rein und fall runter. Hier muss ich jetzt hoch, gell? Ja, genau, muss bis links hoch. Soll ich dir mal einen Tipp geben? Oder so, ja, mach mal. Okay. Weißt du, was da auch gut geht, Enrico? Burnout und dann drehen. Geht an solchen Stellen auch mal gut. Ja, gut, stimmt. Und da war ich mir nicht sicher wegen den Schildern. So, jetzt einmal hinten rum, da ist ein Checkpoint. Genau. Hey, ich hab's mal geschafft, in diese scheiß Röhre zu kommen. Muss ich jetzt. Warte, Kev, ich sag's dir. Warte. Nee, alles gut, ich hab's, glaub ich, raus. Muss ich jetzt in der Röhre die ganze Zeit im Kreis fahren oder was? Nee, du musst links hoch. Links hoch auf die Rampe da. Auf die. Siehst du das da oben, die pinke? Ja. Da musst du oben drauf. Okay. Nein! Das war zu flach. Ja, fick dich doch, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Es geht mir langsam auf den Sack. Jetzt stehst du wieder an der gleichen Ecke. Ich war da oben schon drin. Ey, was passiert? Du verkackst es. Werden sie ein Checkpoint reinmachen müssen. So, mal gucken, wie weit Enrico ist. Oh. Na. Ja, genau. Bei sowas ist halt jede Lenkbewegung ist hier tödlich. So, jetzt einfach ganz Vollgas hoch, da ist ein Tor oben, das fängt dich auf. Tor! Ja. Rumdrehen. Warte. Oh, zurück. Oh.
Nein! So, jetzt bin ich in dieser Kackröhre wieder. Wie willst du denn da hochkommen an die scheiß Rampe? Du musst hochfahren und dabei gleichzeitig rechts lenken, aber nicht zu flach. Der kommt bloß. Genau so. Nein! Aber nicht zu weit. Oh Mann! Ey, das ist genau das, was mich einfach abfuckt die ganze Zeit. Du bist doch schon durch und was passiert? Du wirst so weit zurückgestellt, dass du die ganze Scheiße nochmal neu machen kannst. Ey, da oben ist ein Checkpoint. Ja, da oben ist ein Checkpoint. Das Problem ist einfach, wenn du noch nicht rein darfst. Ey, ich bin easy peasy, ich bin langsam reingefahren. Ja, ich war ja schon drauf und trotzdem hat's mich nicht weggehauen. Erst kommst du dreimal nicht in diese scheiß Röhre rein, weil es dich da raushaut. Nein, 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 nein! Och, Mann! Wir machen gleich was anderes, Kev. Ja, es nervt mich gerade. Ich gehe gleich raus aus der Mission. Es nervt gerade extremst, aber... Ich will nur gerade Enrico zumindest die Chance geben, das noch zu beenden, weil er es fast geschafft. Das wäre jetzt scheiße, wenn man jetzt hier... Nee, alles gut. Es nervt mich gerade nur, dieses scheiß Hindernis, dass ich da einfach nicht weiterkomme. Das hat niemals mit euch zu tun, das ist einfach wirklich nur jetzt dieses Hindernis hier. Er ist nämlich wirklich gleich im Ziel hier auch bei Enrico. So, bin ich jetzt da irgendwie... Du bist nicht da vorne. Ich häng da rum. Ich bin drauf. Ich hab gerade gesehen. Jetzt rumdrehen. Ja. Und jetzt da einfach genau. Oh Gott sei Dank, Alter, nach der scheiß Viertelstunde dann bin ich da vorbei an diesem... Hä? Wir müssen da hoch, Alter, rüber oder was? Genau über diese kleinen Balken musst du drüber. Ja, das ist jetzt das... Aber ich hab bei der Viertelstunde diesen scheiß Checkpoint gepackt. Das war ein bisschen zu langsam, Enrico. So, jetzt... Fuck. Hä? Ach so. Oha. Da. Müsstest du eigentlich gleich im Ziel sein, ne, Enrico? Wo bist du? Was machst denn du? Weiß es nicht. Resette dich mal. Ich dachte, das wäre hier unten. Ich bin da runter. Ich war voll, weil ich habe nur das eine Zeug gesehen. Da rechts. Vor dir, rechts. Enrico? In die Linie, ne? Finger. Vor, geradeaus. Stopp. Ach, hier, lol, da, durch. Ja. Das hab ich gar nicht gesehen. Ja, ist das normal, dass man dieses Wallet dann tatsächlich unsichtbar ist? Ja. Ja, okay. du musst da durchfahren, das ist so. Ja. Das ist der Trick. Das ist zu schnell. Was? Ja, aber es geht gleich zu Ende. Enrico ist ein Ziel. Hey, mein... Wenigstens hatte Kev noch seinen Erfolg mit der Röhre. Hör auf, Alter, das ging mir so auf den Piss, ey. Zweimal wollte ich in die Röhre rein. Genau, vorher hat es mich runtergekickt. Miese Brise. Es gibt schönere Röhren, wo man rein kann, ja. Ja, das ist egal. Das ist besser als gar nichts. So. Dann muss uns jetzt gleich Yvonne wieder zu ihrer Dingsbumster einladen mit der Werkstatt. Ja. Also meins war es definitiv nicht. Das kann ich schon mal so anmerken. Ich weiß es, aber es gibt halt auch nicht mehr viel. Die haben ja so viel rausgepatcht. Nee, alles gut. Ich war auch niemals ein Vorbefolger an irgendwem gewesen. Das ist halt
Ärgerlich. Ich hätte aber auch mal wieder Box, könnte man vielleicht nächstes Mal, wenn es nächstes Mal wieder mal klappt, mal mit euch mal ein paar Deathmatches machen. So. Wir vier so alle gegeneinander. Oh Mann, das endet nur. Wir können das. Wenn ich ehrlich bin, wir können das auch jetzt machen, statt die Mission weiterzumachen und in der nächsten Aufnahme dann von Anfang an die Mission machen. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, als jetzt da die Mission reinzukommen. Können wir auch machen, ja. Dann mache ich jetzt schnell eine Deathmatch. Ja, und dann gehe ich kurz aufs Klo und dann machen wir das so. So. Junge. Du weißt, dass meine Füße zucken vor dem Ey. Das ist so schrecklich. Ich hab diese Füße nicht mehr gut drauf. Was ist denn mit deinen Füßen? Oh.